Stefan Edberg serviert. Mal die Rückhand, der Paradeschlag von Stefan Edberg. Bester Ballwechsel aus der Sicht von Boris Becker. 15, 30. Gerade bewegt sich immer noch sehr, sehr leichtfüßig. Inzwischen sich im 12. Jahr nach Karriereende befindet. Ja, Hans-Dieter Werner. Sie werden es mitbekommen. Edberg hier noch nicht sein volles Potenzial ausschöpft, auch gerade was den Aufschlag betrifft. Der kann noch ein paar kmh oben drauflegen. Edberg war ja bekannt für seinen extremen Das war ein Stückchen zu schnell. Klasse Passierschlag von Stefan Edberg. Die beiden spielten übrigens zum ersten Mal auf der Herrentour, haben im Juniorenbereich natürlich häufig gegeneinander gespielt. Die wollen beide gewinnen. Also die haben lange, lange Zeit nicht mehr gegeneinander gespielt. Gut gespielt, Boris Becker. Bei Becker in seiner aktiven Zeit ja nicht immer so. Der hat sich ja auch mal gerne mit dem Stuhlschiedsrichter angelegt. Boah, klasse! Spiel, Edberg. Da war es das klassische Serve und Volley von Stefan Edberg. Das hat man so häufig bei ihm gesehen. 3-2-4. Ein Stand. Licker. Aus. Spiel, Edberg. Knapp im Aus. Das erste Break des Tages ist Edberg perfekt. 4-2. Bis 1996, er ist bereits im Alter von 16 Jahren, genauso wie Becker, Profispieler geworden. Durch die Beine, jawohl. Auch da kommt er noch ran und schiebt den Ball an Becker vorbei. Und wir hatten das vorher schon gesagt, der ist richtig fit, der ist richtig gut zu Fuß, Stefan Edberg. Und das deutet er auch in diesem Ballwechsel an. Mit links gespielt die Vorhand von Boris Becker und dann durch die Beine. Und das war am Ende kein Problem für den Schweden.
Weltklasse. Er täuscht den Schlag durch die Beine an und spielt den Ball dann so seitlich am Körper vorbei und überrascht damit Becker. Das schauen wir uns gern nochmal an. Und der geht auch noch auf die Linie. Da passte also wirklich alles zusammen. Becker sagte one more, noch einmal. Diesen Schlag durch die Beine und den beherrscht Edberg. Das ist 15. Also Showtennis auf ganz, ganz hohem Niveau, liebe Zuschauer. Das macht natürlich auch den Zuschauern hier im AWD-Dom Spaß. Edberg spielt die Bälle durch die Beine hinterm Rücken. Der macht hier ein Kunststück nach dem anderen. Und der ist natürlich auch nicht schlecht von Becker. Geschlänzt. 30 Beine. 30, 15, Entschuldigung. Wow. 40, 15. Virto, Femto. Da stellt sich Edberg so auf wie John McEnroe. Auf die Linie gespielt, der war gut. Becker hatte da wohl mit dem Aufschlag auf die Vorhandseite gerechnet. Gut gemacht. Spiel, Edberg. Spiel Nummer 7. Neue Bälle. Geht an Stefan Edberg. Yes. 40. Starker Stoffball. Zum Club nach Leimen unterwegs gewesen. Edberg hat mit 7 mit dem Tennisspielen begonnen. Er war ja einer der besten Junioren überhaupt. Der einzige Junior, der gewesen. Und wie gesagt, das Ganze später dann auch bei den Herren. Spiel Becker. Das war die reine Pflicht für Boris Becker, dieses Aufschlagspiel zum 3:5. Führt 5 zu 3. Stefan Edberg jetzt 5:3. Mit der Möglichkeit Satz 1 klar. 30-5. Boris Becker gibt den Ball gut. 30-15. Spiel und erster Satz. Edberg 6:3. Der nächste starke erste Aufschlag durch die Mitte. Edberg holt sich Satz 1 mit 6:3. Dieser letzte Schlag natürlich überhaupt kein Problem für Boris. Aber der Schlag davor, der hat gezeigt, über was für ein Händchen er verfügt. Der war nicht einfach. Bei Edberg passt so ziemlich alles am heutigen Tage. Und da hat er ganz bewusst das Tempo so ein bisschen rausgenommen. Ich glaube, er wollte Becker sogar vielleicht die Chance lassen, den Punkt zu gewinnen bei Breakball gegen sich. Aber dieser Vorhand-Kurz-Cross-Schlag zu gut. Da war Becker zu weit entfernt vom Netz. Hatte er keine Chance mehr heranzukommen.